What is up, YouTube? Und welcome back. Herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Heute zum Thema, ich kann endlich auf einem Sofa sitzen und muss nicht mehr vor dem Schrank mit den Spiegelreflexionstüren stehen. Gar nicht wahr. Welcome back zu einer neuen Folge zum Thema 4 Spiele für die Nintendo Switch, die vielleicht nicht jeder kennt. Die sind, ja, ich habe mal durchgestöbert, ich habe gedacht, das muss ein bisschen was Kurzweiliges sein. Ne? Ich war im Urlaub, habe da auch ein bisschen gezockt und ja, wollte jetzt nicht ein Octopath Traveler da durchspielen. Ne? Ich habe gedacht, komm, ein bisschen was Kurzweiliges, ein bisschen was für zwischendurch, was ganz lustig ist. Tja, und dabei sind, wie gesagt, 4 recht coole Titel bei rumgekommen. Und genau diese 4 Titel möchte ich euch heute vorstellen. Anfangen möchte ich ja mit dem japanischen Fiebertraum Katamari Damacy. Ja, in der Neuauflage für die Switch, da ist ehrlich gesagt nicht viel passiert. Das ist die Originalversion für die PlayStation 2. Ihr habt eine höhere Auflösung, ne? Und ansonsten, ich lese es euch vor. The rolling, sticking, never stopping, ever swelling clump of stuff that makes a star out of everyone and everything. Klingt verrückt, skurril und abgefahren. Absolut. Das Spiel, was erzähle ich euch? Schau mal rein, wie es alleine losgeht. Ja, der König des Kosmos hat es angeordnet, ne? Ihr müsst rollen, rollen, rollen. Und zwar ne, von klein nach groß. Ihr fangt an mit einer Büroklammer und könnt später halt die Kuh aufrollen. Und ganz am Ende sogar ein Hochhaus. Klingt obskur abgefahren, ist es auch. Der Soundtrack ist völlig crazy. Und ja, das Spiel selbst, wie gesagt, kurzweilig. Das macht Laune. Einfach mal Stuff aufrollen. Den Story-Modus, ja, den spielst du so in rund 7 Stunden durch. Je nachdem, wie viel du denn so rollst und rollst und rollst. Und ja, macht auf jeden Fall Spaß für zwischendurch. Ne? Katamari Damacy Reroll ist in Deutschland nicht physisch erschienen. Ne? Du kriegst das im E-Store derzeit. Und ansonsten musst du halt mal bei eBay schauen. Ich habe das damals in den USA gekauft. Da gab es das physisch in NTSC. Katamari Damacy Reroll. Weiter geht's. Und ich weiß, ihr habt doch nur deswegen das Video hier angeklickt. Ne? Zenran Kagura Peach Ball. What? Genau. Also, Zenran Kagura ist eine Serie, das ist glaube ich auch ein Manga, Anime, whatever. Da gibt es diverseste Games von. Ich habe hier noch eine PS4-Version zu Zenran Kagura Beach Splash in der großartigen No Shirt, No Shoes All Service Edition in der Hand. Darum soll es heute nicht gehen. Ist ein großartiger Wasserpistolen-Shooter und ja, und jede Menge Madels. Was ich euch heute zeigen möchte, ist der Peach Ball. Peach Ball what? Ja, das Ganze ist ein Spin-off zu Zenran Kagura und ja, hier geht's ums Flippern, ne? Flippern, Flippern, Flippern. Wir hatten ja vor 1-2 Folgen mal über die Marvel-Flipper und so weiter gesprochen und ja, hier flipperst du halt im Zenran Kagura-Universum. Worum geht's? Naja, unsere Zenran Kagura-Damen haben Gedächtnisverlust. Die haben vergessen, wer sie sind. Also hops auf den Flippertisch und gib ihm, ja, immer schön drauf mit den Flipperbällen und irgendwann erinnern sie sich dann wieder. Das Ganze mit total crazy Modi im Spiel, schaut mal hier. Oder auch da. Ja,
Ganz toll. Und für die, ne, die hier wirklich Like a Boss wie ein Pro spielen wollen, ihr könnt sogar nicht nur den Damen ihr Gedächtnis wiedergeben, nope, ihr könnt denen auch Kostüme freispielen. Wie gesagt, es geht ja heute um kurzweilige Spiele und ein bisschen Spaß dabei. Da gehört Peach Ball definitiv dazu. Das Spiel ist physisch nur in Asien und in Amerika erschienen. Ihr könnt also entweder euch das Spiel importieren. Das gibt's bei eBay für so um die 40 Euro die Ecke plus entsprechende Importgebühren. Oder hey, ihr geht einfach in den Nintendo eStore und kauft es dafür 29,95. Senran Kagura Peach Ball. Nach so viel Flippern, lasst uns doch mal über ein bisschen was Ernsteres reden. Ich möchte mal wieder über ein RPG reden, über ein, so ein Future Sci-Fi RPG, um genau zu sein, um Transistor von Limited Run Games, und das Spiel selbst ist von, wie heißen sie genau? Supergiant Games. Das sind die, die auch Bastion gemacht haben. Und wenn ihr Transistor das allererste Mal startet, da gibt's kein Menü, da gibt's kein gar nichts. Da steht ihr über einer Leiche, in der ein Schwert steckt, und ihr zieht das Schwert raus, ihr könnt gar nichts anderes machen, und das Schwert mit einer sehr geilen Stimme fängt an, mit euch zu sprechen. Hey Red, we're not gonna get away with this, are we? Together again. Sort of. In dem Spiel spielst du Red. Red ist eine Musical-Ikone, und dir wurde von The Process, das sind die Bösen, dazu gleich mehr, deine Stimme geklaut. Ja, deine Stimme, und dich wollten sie eigentlich auch umbringen, aber es hat den Typen vom Anfang erwischt, ne, wo wir das Schwert rausgezogen haben. Warum will The Process das? The Process möchte alles Individuelle und alles Besondere, deine Stimme zum Beispiel, aus der Welt entfernen. Und darum geht's in dem Spiel. Das wollen wir natürlich nicht. Yikes. Found us already. Nice. Okay. Sehr geilen Stimme. Okay, let's go. I think I know where we are. More of these creeps. In dem Spiel dreht sich alles um den Transistor. Das ist das Schwert. Na, da können unterschiedliche Chips reingepackt werden. Chips sind Leben von anderen Leuten zum Beispiel. Na? Und damit hast du dann unterschiedliche Fertigkeiten. Das Coole an dem Spiel ist, es vermischt ein Standard von oben drauf guck, ich sag mal Action RPG, so Diablo-Style, mit einem Strategiespiel. Das heißt, du kannst während des Spiels, ich glaube es war oben rechts, draufdrücken und schon kannst du deine Moves strategisch planen, ne? Wie so ein Strategy RPG, genau gucken, wo gehe ich hin, wann löse ich welche Fähigkeit aus, und drückst dann irgendwann die Play-Taste und machst genau das, was du vorher, ich sag mal, genau geplant hast, wie du vorgehen willst. Der Mix funktioniert meiner Meinung nach ganz fantastisch. Es macht super Spaß. Einige Gegner, ne, die kriegst du gar nicht hin, wenn du nur in Realtime spielst. All die, weil du wirklich um Ecken musst und hin und her und rauf und runter. Das Ganze untermalt dieser super coolen Stimme von dem Schwert. Die ist einfach großartig. Plus an sich ein Soundtrack, der es auch total in sich hat. Und das Spiel selbst, je nachdem, wie detailliert du da durchgehst, ich sag mal 8, 10, vielleicht maximal 12 Stunden, und dann hast du den Plot um The Process auch gelöst. Wie gesagt, ist der Soundtrack ganz großartig. Du spielst dir nach den Levels so einen zentralen Hub immer wieder frei, und da kannst du dir mit deiner Musical Voice irgendwelche Songs anhören. Die klingen alle echt cool und geben dem Ganzen noch so einen extra Kick. Ne? Wieder ein Level freigeschaltet im Hub, wieder eine neue Ebene, total gut. Das Spiel selber kriegst du im Online-Store bei Nintendo für, ich glaube, 16,79 € oder 99, irgendwas in die Richtung. Und wieder mal kein Spiel, was so in PAL erschienen ist. Man muss es sich also importieren, und da bist du bei 60 € plus dabei, wenn es denn die physische Version von Transistor sein soll.
Weiter geht's mit einem Metroidvania-Titel. Weiter geht's mit Time Spinner. Hier auch in einer Limited Run Edition. Das Spiel bekommst du im eStore für rund 20 Euro. Oder du importierst es dir. Da bist du dann so mal, ja, 40, 50 plus Gebühr mit Sicherheit dabei. Das Spiel hat eine total coole Story. Es geht um Time Spinner. Um eine ganz junge, ich glaube, sie heißt Luna. Und das Ganze fängt an, dein Dorf wird zerstört, alle sind tot und überhaupt. Du kannst aber, ne, wie der Titel Time Spinner, du kannst in der Zeit reisen, ja, und versuchst natürlich alles, um dieses Ereignis aufzuhalten. Das Ganze, wie gesagt, im Metroidvania-Style, aber voll cool für RPG-Fans wie mich. Du kannst dort auch Erfahrungspunkte sammeln und dann deinen Familiar leveln, deinen Charakter selber oder diese crazy Orbs, die um dich rumfliegen und unterschiedlichste Fähigkeiten haben. Ganz am Anfang hast du zum Beispiel die Ability Freeze Time. Was machst du damit? Ja, du kannst Plattforming-Rätsel zum Beispiel lösen, ne? Dass du irgendwie auf etwas Höheres rausspringst, einfach mal die Zeit anhalten, auf den Gegner draufspringen und zack, bist du eine Plattform höher. Der Soundtrack übrigens ist vom gleichen Menschen, sage ich mal, vom gleichen Komponisten, wie auch immer man das jetzt nennen mag, der auch schon den Soundtrack zu Tiny Barbarian DX gemacht hat. Sagt euch nichts, auch ein richtig, richtig schöner Plattformer für die Switch. Das Time Spinner selber, ich sag mal 5 bis 10 Stunden, ich eher 10, weil ich nicht so der Metroidvania-Profi bin. Jemand, der da schnell durchgeht, sicherlich 5-6 Stunden machbar. Es sind coole Dialoge, wie gesagt, ein toller Soundtrack und für zwischendurch ist Time Spinner eine absolute Empfehlung. That's it, that's all. Das waren sie. 4 kurzweilige Spiele für die Nintendo Switch, die nicht jeder kennt. Ich hoffe, für euch war was Neues dabei. Ihr habt ein paar, ja, Anregungen gekriegt, was man in den schönen warmen Sommermonaten mal ganz chillig im Schatten vielleicht zocken kann. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mir hat's super gefallen. Ich musste nicht vor dem Schrank da stehen, sondern ich konnte ganz chillig auf meinem Sofa sitzen. In diesem Sinne, macht's gut und wir sehen uns hoffentlich schon bald wieder. Bis dahin, euer Lario. Come on, let's go. Und so haben wir doch, glaube ich, eine gar nicht so schlechte Einstellung. Katamari Damacy Damashi, wie man auch immer das aussprechen will. Katamari Damacy für die Switch, wie alle Spiele. Warum sage ich das überhaupt? Für die Nintendo Switch, ja klar. Ist das heiß. That's it, that's all. Das waren sie. 4 Spiele. Ja, that's it, nein. That's it, that's all. Das können wir jetzt nach vorne. Das da hinten macht auch nicht irgendwie viel. Oder? Es gibt doch extra so eine App für so Licht. So Lichter-App. Warten Sie mal, wer schreibt.